Eine Gottlose war am 14. April in der Zeitzer Stadtbibliothek und brachte eine Schrift über ihre Erfahrungen und Erlebnisse auf der großen Bühne der Politik unseres Landes mit. Vordergründig habe ich schon vor Wochen nach einer Einladung meines Bundestagskollegen Roland Klaus, der für die Fraktion Die Linke hier für diesen Wahlkreis zuständig ist, zugesagt, in Dreusig, dem Ort meiner Jugend, dort wurde ich ausgebildet, und hier in Zeitz mein Buch Gottlose Type vorzustellen. Rund 50 Geschichten aus nunmehr 17 Jahren Deutscher Bundestag zu politischen Themen und Entscheidungen, die auch heute noch eine Rolle spielen. So ganz gottlos hat Petra Paus Leben gar nicht begonnen. Nach ihrer Geburt 1963 in Ost-Berlin besuchte sie einen evangelischen Kindergarten. Sie war getauft und konfirmiert. Doch schon früh geriet sie auf Abwege. Sie schloss ihr Fachstudium zur Freundschaftspionierleiterin und Unterstufenlehrerin 1983 in Dreusig ab. Dazu kam dann das Studium an der Parteihochschule Karl Marx mit dem Diplom zur Gesellschaftswissenschaftlerin. Es folgte die Mitarbeit beim Zentralrat der FDJ und dessen Abwicklung nach der Wende. Landesvorsitzende der Berliner PDS wurde sie 1992. Ihre Kurzhaarfrisur legte sich Petra Pau übrigens in Zeitz während ihres ersten Studiums zu. Die Gottlosigkeit der heute Konfessionslosen wurde aber erst später aufgedeckt. Gottlose Type, das war ein Zwischenruf des Kollegen Ramsauer aus der CSU am 19. Dezember 2003. Das war ein Freitag vor Weihnachten, letzte Sitzungswoche des Jahres. Und es wurde ein Gesetzeswerk verhandelt, was in das Leben von Millionen Bundesbürgern eingreifen sollte und später die Sozialgerichte der Bundesrepublik hoffnungslos überlastet hat, nämlich das Thema Hartz IV. Damals kamen erst am frühen Morgen über 600 Seiten Gesetzestext überhaupt auf den Tisch aller Bundestagsabgeordneten. Deshalb habe ich beantragt, die Abstimmung zu vertagen und in der Woche drauf nach Prüfung des Gesetzes auf Risiken und Nebenwirkungen für das Leben der Bundesbürger noch einmal neu zu beraten. Der Zwischenruf gottlose Type war dann das Programm für alle Fraktionen, CDU, CSU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP, meinem Antrag nicht zuzustimmen, sondern sofort Abstimmung zu verlangen, um den Weihnachtsfrieden nicht zu gefährden. Aber meine Vermutung ist ja bis heute, man hatte auch Angst, dass die sozial engagierten Mitglieder der anderen Fraktionen, weil die sind ja auch nicht früh aufgestanden und haben gesagt, ich will ein Verarmungsprogramm für viele Menschen schießen, die auf diese Art und Weise ein bisschen zu überrumpeln. Der Grund, dieses Buch zu schreiben, war aber ein anderer. Im September letzten Jahres hatte ich ein Schlüsselerlebnis. Ich war bei einer bundesweiten Stiftung, Stiftung Aufarbeitung, und hatte eine junge Mitarbeiterin aus meinem Büro an meiner Seite. Sie ist Jahrgang 1992. Und der Name sagte schon, Stiftung Aufarbeitung, sie befasst sich mit den letzten 25 Jahren, dem Zustandekommen der deutschen Einheit und ja, den Ereignissen dieser Jahre. Und ich merkte, die junge Frau konnte mit vielen Dingen, über die wir dort redeten, überhaupt nichts anfangen. Und da haben wir dann so bürointern begonnen, Geschichten, die ich oft schon in politischen Veranstaltungen erzählt habe, ganz egal, ob es um Hartz IV ging, um Krieg und Frieden oder meine wichtigen Themen Bürgerrechte und Demokratie, mal aufzuschreiben. Und es gab den Zufall, dass dann im Dezember letzten Jahres der Eulenspiegel Verlag gesagt hat, das könnte auch noch mehr Leute interessieren, nicht bloß die, die zu Ihnen in Veranstaltungen kommen. Und ich habe in meinen Erinnerungen gekramt und habe tatsächlich maximal 2 Seiten lang diese Episoden zum Thema Hartz IV, auch heitere Geschichten, die es natürlich im Bundestagsalltag auch gibt, aber auch sehr ernsthaft aufgeschrieben. Und nun inzwischen bin ich mit diesem Buch unterwegs und habe eben schon in Dreusig gemerkt, dass es eine sehr gute Grundlage ist, um über Themen, die den Leuten auch heute auf den Nägeln brennen, mal anders ins Gespräch zu kommen. So war das in Zeitz auch keine reine Lesung. Die Zuhörer waren ebenfalls angehalten, ihre Sicht der Dinge mit einzubringen. Die Politikverdrossenheit will Petra Pau mit ihrem Buch allerdings nicht schüren. Es gibt ganz viel ordentliche, handwerkliche Arbeit in den Ausschüssen. Und Sie dürfen davon ausgehen, kein Parlamentarier. Und da nehme ich alle Kollegen ein, ob aus den Oppositionsfraktionen oder aus den derzeit die Regierung tragenden Fraktionen, steht früh auf und denkt darüber nach, wie kann ich Bürgern schaden. Sondern ich gehe davon aus, dass Abgeordnete versuchen, natürlich das Beste überhaupt zu geben, um entsprechende Regeln für unser Zusammenleben in Form von Gesetzen zu bringen und sich gegebenenfalls auch zu korrigieren. Das gelingt mal mehr, mal weniger.
Wenn auch Sie Ihr Bestes geben wollen, dann investieren Sie davon einfach 9,99 Euro für diese unterhaltsamen 142 Seiten, selbst wenn Sie sich politisch zu anderen Parteien hingezogen fühlen. Denn alles, was dieses Jahr reinkommt, stelle ich für meinen Wahlkreis, für Marzahn-Hellersdorf, für den nächsten Feriensommer zur Verfügung, für die Kinder, die mit ihren Eltern nicht in den Urlaub fahren können, aber im Wahlkreis vor Ort ein ordentliches Angebot auch für ihre Freizeit bekommen sollen. Dazu gibt es übrigens auch eine Geschichte im Buch, wie man das organisieren kann.